Ich glaube, ich muss mal demnächst nachladen, kann das sein? So, ich schau mal ganz kurz nach. 9 Schuss? Nee, das geht noch. Was? Was ist denn hier los? Gangbang! Oh shit! Oh, komm schon! Wo habt ihr denn die alle aufgetrieben hier? Scheiße! Okay! Plan B! Nein, okay, wenn es gerade frei ist, dann gehe ich durch. Ansonsten hätte ich jetzt Plan B folgen lassen mit der Schrotflinte. Nun! Sieht gerade nicht so gut aus, lebenstechnisch. Ich hoffe einfach mal, es kommen nicht mehr so viele. Ah. Oh! Entschuldigung. Habe ich dir nicht gerade... Was? Ach, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Ich dachte gerade schon. Da hat sich der Gute ja ganz schön weit nach hinten bewegt. Muss ich mal so feststellen. Gut, dass der hier schon weg ist. Achso, ich wollte mal schauen, was das für komische Flaschen sind. Aber ich glaube, ich habe sowieso keinen Platz dafür. So, und auch keine Zeit vor allem. Siehst du mal, hier ist ja auch noch was. Schauen wir mal kurz. Na, platztechnisch sieht es halt schlecht aus gerade. Müssen wir mal später drüber reden, über sowas. Vielleicht kriege ich ja nochmal die Chance, das einzusammeln. So, wir sind da. Wo genau muss ich jetzt hin? An das hier? Ah, da ist eine manuelle Bremse. Dafür brauchen sie eine Magnetkarte. Das habt ihr gut erkannt. Manchmal, gerade wenn es unter Zeitdruck ist, wäre es gut, wenn sie es automatisch machen würden. So, Karte rein. Hiermit bedienen sie die Bremse. Was muss ich denn jetzt eingeben, ist die Frage. Hat mir jemand die Codes gegeben? Wo kann ich denn auf die Codes zugreifen, ist die Frage. Habe ich das verpasst? Moment mal kurz. Versuchen Sie später noch einmal. Hahaha. Ich kann jetzt nicht wechseln. Das ist ja großartig. Okay, dann schaue ich mal ganz kurz meine schlauen Dokumente durch. Wir müssen auch theoretischerweise irgendwo was haben. Stehen die denn hier irgendwo? Der Krach ist auch gar nicht störend gerade. Nein, hier steht nichts. Das ist schlecht. Woher weiß ich denn jetzt, was mein Code ist? Habe ich irgendwie ein Dokument liegen lassen? Ja, dann... Keine Ahnung, was ich drücken soll. Was genau tue ich da eigentlich? Ach, ich muss auf 67 kommen. Ah. Ja, wenn mir das eher jemand sagt, dann weiß ich auch, was ich machen muss. Okay. Dann nochmal. So. Wie sieht's aus? Machen wir nochmal so. Und noch eine 8. Oh shit, nein, nicht 69. Ich bin ein Troll. Ja, rechnen können müsste man. Wo sind wir denn? So. Und jetzt haben wir es endlich. This is Billy. I've engaged the control device for the brake. Over. Roger, I'll put the brake on now. Oh, danke für die Stille. Es ist so laut da hinten, es ist unfassbar. So, erstmal muss ich kurz hier noch diese Muni aufsammeln. Tut mir leid, ist so ein innerer Zwang. So ein inneres Bedürfnis ist mir das. So, und dann können wir uns mal hier dran vergreifen. 81. Ach du Schande. Okay, jetzt habe ich 4x9. 4x9 ist 36. 45. 54. 63.
Mit 72. So. Na, das mit der Notbremse hätten wir uns ja dann auch sparen können, oder? Rebecca? Rebecca! I'm here. Are you all right? Hey, you managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Schade, ich wäre... Was? Oh! Ich wäre gern nochmal reingegangen. Lass uns doch lieber mal gehen. Können wir nicht hier... Schlecht. Ja, danke schön. Das war natürlich ein super Einstand ins neue Kapitel. das war jetzt etwas suboptimal, würde ich sagen. Gut, konnte ja keiner ahnen, dass das so ausgeht. Schade, wir können nicht nochmal in den Zug zurück. Dann würde ich sagen, werde ich jetzt nochmal bis zu der Stelle spielen und wir sehen uns dann gleich wieder am besten, würde ich so sagen, ne? Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und diesmal sollten wir dafür sorgen... Ach, sieh mal an, hier liegt das ganze Zeug, das ich schon so gefunden hatte, rum. Diesmal sollten wir dafür sorgen, dass wir vielleicht, ja, lebendig hier rauskommen. Es sieht diesmal aber ein bisschen besser aus. Wundert euch nicht, ich habe die Schrotflinte jetzt mal zu Rebecca rübergeschoben. Um mehr Platz mit Billy zu haben, wenn ich hier auf die Reise gehe mit ihm. So. Ich kombiniere mal gleich hier im Menü. Dann kann ich mir nämlich die Sequenz sparen. Die Nachladesequenz. So. Noch einen Schritt rankommen lassen und dann können wir ihn hier problemlos erledigen. Gut. Das lief diesmal ein ganzes Stück besser. Ich lade nochmal kurz nach und dann werde ich mal schauen, wie ich jetzt am besten zurücktausche. Wofür sind die leeren Flaschen eigentlich? Ich habe die jetzt mal mit eingesammelt. Das war in dem Speisewaggon mit drin. Ich schaue die mir mal ganz kurz an. Dies kann bestimmt als Waffe eingesetzt werden, wenn sie es mit etwas füllen. Ach, sieh mal an. Wir können uns Molotow-Cocktails basteln. Ist das, was ihr meint? Ist das, was ihr meint? Oh, lass mal bitte kurz den Benzinkanister nehmen. Das wollen wir doch gleich mal ausprobieren. Da hätte ich nichts gegen, wenn wir jetzt noch ein paar Molotow-Cocktails als Waffe hätten. Kombinieren. Oh ja. Ja zum Recycling. Schön. Schönes Achievement. Wir haben Molotow-Cocktails. Das finde ich gut. Das finde ich sehr schön. So, und ich nehme auch mal wieder die Schrotflinte zurück. Die Munition. Wir geben ihm nochmal. Nein, wir geben ihm nochmal ganz kurz hier volle Munition und dann geht die auch wieder an Rebecca zurück. Alles, genau. So, dann noch der eine Schuss, der dann noch über ist. Ja. Und damit ist Rebecca jetzt wieder sehr frei. Und Billy hat die Schrotflinte in der Hand. Nee, das will ich auch nicht. Das wäre sonst Verschwendung wahrscheinlich, wenn er jetzt unkontrolliert rumballern würde. So, jetzt können wir uns hier mal in Ruhe umsehen. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, hier ist das ganze Zeug. Siehst du mal, da hätte ich gar nicht mehr die Mühe machen müssen, alles zusammenzusammeln. Das fällt alles aus dem Zug raus. Ganz zufällig, es ist ja auch ganz zufällig so gekommen, dass die beiden direkt beieinander hier wieder aufgewacht sind. Diese riesen Zufälle sind schon erstaunlich. Bloß meine Farbbänder habe ich gerade nicht gesehen. Sollte ich mich nochmal umschauen wegen dem?
Ich glaube, ich schaue tatsächlich nochmal wegen den Farbbändern, falls wir jetzt zufälligerweise über eine Schreibmaschine stolpern und keine Farbbänder in der Nähe liegen. Denn ich möchte zeitnah dann eigentlich diese erste Aufnahmesession auch beenden, muss ich zugeben. Nee, das ist bloß ein Messer. Hier hinten liegt nichts mehr. Die Farbbänder sind tatsächlich nicht dabei. Sauerei! Sauerei! Gibt's ja nicht. Naja, dann müssen wir eben ohne Farbbänder gehen. Aber schön weg von der Feuersbrunst jetzt, denn den Krach kann ich nicht ab, muss ich sagen. So, rein in die schöne Brühe. Ach, du bist gar nicht so tief, wie ich dachte. Ich vermute aber mal, dass wir gleich... Der Gestank dieses Abwassers treibt Tränen in ihre Augen. Ganz wundervoll. Ich vermute aber mal, dass wir gleich unschönen Besuch hier kriegen werden. Ich sehe gerade, Rebecca hat keine Waffe in der Hand. So. Schon besser. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay, es war doch bloß ein kurzes Intermezzo hier in der Brühe. Ich habe Schlimmeres befürchtet. Na, das sieht aber stark nach Herrenhaus aus. The Umbrella Research Center? Was für ein Zufall. The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. Hmm, what about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Ja, ich muss da mal irgendwas unternehmen, dass die Videos nicht so asynchron sind. Keine Ahnung, was ich machen soll, aber irgendeine Möglichkeit wird es bestimmt geben. Ein riesiges Porträt von James Marcus, dem Leiter der Anlage. Naja, so richtig nach Herrenhaus sieht's noch nicht aus, aber so ähnlich. Ich glaube, es ist was Ähnliches. Weiß nicht, ob das vielleicht ein Seiteneingang ist oder sowas, keine Ahnung. Wir schauen mal. Halt, da liegt was auf dem Tisch. Was haben wir denn da? Farbbänder. Sieh mal einer an. Gibt's da dazu auch die passende Maschine? Ja! Nun, meine Freunde, dann würde ich sagen, schauen wir doch noch nicht, was es hier alles gibt und ob das tatsächlich so eine Art Herrenhaus ist. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Denn wir haben den Zug hinter uns gebracht und sind nun in einem neuen Schrecknis gelandet. Wir werden sehen, wo wir jetzt gelandet sind. In der nächsten Aufnahme von Resident Evil Zero. Die Halle bringt uns noch nicht so viel Aufschluss. Schauen wir es uns an beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bleibt gespannt und bis bald.